So Leute, wir lernen jetzt etwas Japanisch mit Samurai Anki. Select the number of Kanjis. Ich denke, wir werden 10 nehmen, wie es uns jetzt hier auch vorgeschlagen wird. Ach, das sind nur die Einstellungen. Okay, dann drücken wir mal auf Halt. Wir sind ein Samurai und müssen gegen andere Samurai kämpfen. Und haben jetzt hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Wir haben jetzt hier Go, 4, 5, 9. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt drücken muss. Ich muss jetzt mir ein bisschen reinfuchsen hier an der Stelle. Was mache ich denn? Was? Ach so! Dieses Kanji heißt entweder 4, 5 oder 9. Ich denke, auf gut Glück, mal gucken. Nehmen wir einfach mal 4. Okay, das war falsch. Ruko. 4, 6, 9? Ach nee, wie viele. Nee, wie viele. Aus wie viel Zeichen dieses Kanji besteht, glaube ich, ne? 1, 2, 3. 4, ne? Auch. Ich denke 4, oder? Nee, auch falsch. Kyo. 2? Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich kann wohl ein bisschen Rätselrat machen. Aber auch falsch. Nie. Das müssten aber 2 sein, ne? Das ist richtig, okay. You? Sind 4? Ich finde 8 oder 10 sind ein bisschen viel, oder? Aber auch war falsch. Sun. 3, 1 oder 4? Ich denke 3. Ja. Nie besteht aus 2. Okay, das sind noch die einfachen Geschichten, die ich hinkriege. Nochmal nie. 2. Aber auch visuell cool dargestellt auf jeden Fall. Hashi. 2, 10 oder 8? Ne, 4? 8 oder 10? Ich finde irgendwie, keine Ahnung, 10 oder 8 finde ich ein bisschen viel, oder? Würde ich 4 sagen, ich glaube, das ist aber falsch. Ja. Shi. Würde ich sagen, 9? Ne, ist auch falsch. Nie. Okay, es wiederholt sich ein bisschen. Es wiederholt sich ein bisschen tatsächlich. Go. 3? Nee. Ruko. Oh, diesmal. Eins ist auch falsch. Ich deppert, ey. Ishi hatte ich schon mal, ne? Müsste eine sein, okay. Hashi? Ich glaube, 4 waren falsch. 7 auch. Ich glaube, das soll auch. Ich muss mir das halt auch einfach echt so einprägen. Irgendwie. Go. Machen wir mal jetzt mal 6. War auch falsch. Hä? Bin ich doof? Shishi. Machen wir mal 8. War auch falsch. Oh Mann, ich werde hier noch fertig gemacht, Junge. Yu. Yu? Waren das 4? Nee, hä? Nochmal Jü. 10. Was? Als ob? Go. Diesmal 5? Tatsächlich. Q? 9? Was? Ishi. 3. Nee. 8. Nee, dann hä? Sun. Sun waren 3, glaube ich, ne? Genau. Rückkühl. Waren das 9? Nee. Nie waren auf jeden Fall 2. Sun. Waren das 3? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube, das waren aber doch 3 gewesen.
Nie waren auf jeden Fall zwei. Ichiban. Sind die auch immer in einer anderen Reihenfolge? War Ichi eine? Ja. Yu. Yu waren, glaube ich, 9 und 10 sind, glaube ich, zu viel. Oder? Ah, 5? Nee. Nee, dann waren es doch 10, glaube ich. Ich versage hier in einer Tour. Hashi. Waren das 7 oder 8 waren das, glaube ich, ne? Boah, Junge, ey. San waren doch 3, ne? Ja, okay, cool. Kriegen wir den noch platt, Leute? Ich bin mir nicht sicher. Das waren 2. Alter, ich hol auf. Rückü. 6 vielleicht, maybe? Ja, war! Ishii war einer. Ich mach den platt, Junge! Rü, ne, Jü waren 10? Und San waren 3, glaube ich, ne? Was hat da gerade so geflackert? Alter Junge, jetzt ob ich das geschafft habe. Was ist hier los mit mir? Ich challenge mich irgendwann bald nochmal heraus und gehe dann vielleicht irgendwann mal hoch auf 20. Ey, davon gibt es auf jeden Fall mal einen zweiten Teil, glaube ich. Ey, das war schon geil. Das war schon Premium, ey. Das war schon cool. Ist auch ein bisschen auswendig gelernt, gebe ich zu. Aber zumindest kann ich so ein bisschen schon mal die Anzahl in Namen irgendwie zusammenhängt, irgendwie. Naja. Learning by doing, keine Ahnung. Bis was hat's gebracht, ne? Mal gucken, ob ich es mir fürs nächste Mal merken kann, Leute. Also, bis zum nächsten Mal. Oh, ein geiles Game gewesen, auf jeden Fall. Bis dann, ciao.